Ich habe schon mal gehört vom Namen her, aber ich kann es gerade nicht genau zuordnen. Die Gigantenbrinktür. Also, wenn es jetzt nur eine Tür ist, dann ja. Also, man kann durch Raum und Zeit, also, es ist unbegrenzt, man kann überall hingucken. Aha. Jetzt weiß ich nicht, was mit dieser Tür an sich gemeint ist. Naja, ist wahrscheinlich eher metaphorisch gemeint, die Gigantenbrinktür. Keine Ahnung, vielleicht ist es sowas wie die Podolski-Rosenbrücke. Ist auch keine Brücke. Aber ich weiß es eben nicht. Vielleicht führt der Hörer das doch noch näher aus, was er damit meint. Also diese Remote-Viewing-Targets sind also beliebig wählbar. Jetzt ein anderer Hörer hat auch gefragt, oder war es vielleicht dasselbe, Area 51 zum Beispiel. Ich meine, es ist natürlich schon so, wenn es also wirklich diese Technik gibt und wenn wir quasi überall uns hinbewegen können, dann könnten wir all diese Geheimnisse und Mysterien, die uns da plagen oder faszinieren, lösen, oder? Ja, also theoretisch setzt da nur die Vorstellungskraft Grenzen. Es gibt allerdings auch einige praktische Begrenzungen. Zum Beispiel eine beliebte Frage ist halt nach den Lottozahlen, dass man die Lottozahlen viewen soll. Und da haben wir das Problem, dass Zahlen halt ein abstraktes menschliches Konstrukt sind und Zahlen an sich kann man nicht viewen. Das funktioniert nicht. Man kann allerdings einen Umweg schaffen, und zwar durch Assoziationen. Zum Beispiel kann man jetzt sagen, wenn die Zahl 1 vorkommt, dem ordne ich jetzt ein bestimmtes Bild zu, sagen wir einen Baum. Wenn die Zahl 2 kommt, dann habe ich ein Bild von einem Auto und so weiter. Mhm. Kann man halt assoziative Methode anwenden, aber das hat auch einige Tücken. Also da kommt man dann schon auf Phänomene, die man wahrscheinlich aus der Quantenphysik kennt. Das heißt, dass man nicht nur Informationen abruft, sondern das Target offenbar auch beeinflusst, wobei das allerdings eigentlich so ein Streitpunkt ist in der Remote-Viewer-Szene. Also manche sagen, dass man beim Remote-Viewing nur Informationen herunterlädt aus dem Universum, und andere sagen, dass man halt in Interaktion tritt mit den Targets. Naja, das ist ein sehr interessanter Aspekt, auf den ich nur zu sprechen kommen möchte auch. Rudolf Gantenbrink, Pyramide, Tunnel, also es handelt sich da offenbar um eine tatsächliche Tür, kein theoretisches physikalisches Konstrukt, und es ist in einer Pyramide im Seelenschacht. Er schreibt aber nicht genau, in welcher. Es war doch, wo dieser Roboter damals diese Tür ein Loch gebohrt hat und eine Kamera durchgeschoben hat. Ah, ja, okay, ja, stimmt. Okay, dann hieß da. Also es ist eine tatsächliche Tür und die Antwort habt ihr ja schon gegeben, wenn es eine richtige Tür ist, kann man dahinter blicken. Kann man, ja. Mhm. Die Frage ist natürlich nur, wie genau, also du hast ja vorher das Beispiel genannt, dass man bestimmten Ereignissen bestimmte Bilder zuweisen kann, und im zweiten Teil dieses Films, den der Christian erstellt hat mit seinem Freund, der zeigt ja auch die Tücke dessen dann. Also sobald man bestimmte Ereignisse zum Beispiel, also der eine Verein gewinnt das Fußballmatch oder der andere, und dann, je nachdem welches Bild dann kommt, also der Monitor in dem Fall, der Beaufsichtiger oder der den Test durchführt, der weist Bilder den verschiedenen möglichen Ausgängen zum Beispiel eines Fußballspiels zu. Und der Remote Viewer versucht dann quasi das Ergebnis so zu bestimmen über welches Bild er da empfängt. Ja, also beispielsweise Team A gewinnt, ist eine Blume, Team B gewinnt, ist ein Hammer, und wenn er da eine Blume sieht, dann ist es eben Team A und umgekehrt. Ja, die Methode ist noch nicht so ganz ausgereift, da bin ich auch seitdem im Jahr am Forschen und bin noch schon einige Male verzweifelt. Mhm. Ja, und da sieht man, da wird es dann auch schon ein bisschen wackelig, also in dem Test, wobei schon ein, zwei Fälle, da findest du schon was Interessantes raus, aber in einem hast du, glaube ich, sogar das Richtige rausgefunden, aber gut, man hat ja nur drei Möglichkeiten, inklusive Unentschieden, und dann. Ja, also es kommen dann auch Faktoren hinzu, zum Beispiel, dass sich die einzelnen Bilder untereinander vermischen. Und da muss man halt anfangen auszuwerten, von welchem Bild sind denn jetzt die meisten Aspekte drin. Und aber das ist dann einer dieser schwierigen Faktoren, und manchmal scheinen sich die Bilder dann auch zu spiegeln. Also es scheinen da tatsächlich irgendwelche Quanteneffekte, also Dinge, die man aus der Quantenphysik kennt, scheinen da halt einen Einfluss zu haben. Ja, auch wenn man
Ich nehme einmal an, dass die Quantenphysik, ich meine, obwohl das wahrscheinlich auch keine perfekte Beschreibung dieser Realität ist, aber ich nehme an, dass viele, viele Effekte aus der Quantenphysik da auftreten. Das ist so meine laienhafte Vermutung. Ja, und auch wenn man, ich sage mal, zeitlich versetzte Targets hat, also die Zukunft viewt oder paradoxe Sachen macht, also das ist alles Vorstellbare möglich, aber dann treten halt auch sehr paradoxe Effekte auf. Zum Beispiel kann man theoretisch ein Target viewen, was man noch gar nicht in der Gegenwart erstellt hat. Also man macht eine Session, das kann, glaube ich, Christian am besten erklären. Christian. Meine Target in der Zukunft viewen. Ja. So, ja. Na gut, das ist aber auch nicht so eine tolle Methode für Sportwetten zum Beispiel. Also man macht einfach eine Session auf das nächste Target. Und jemand anderes oder man selbst erstellt dann irgendwann ja dieses Target, das man geviewt hat. Also mehr ist es eigentlich nicht. Ja, aber es existiert noch nicht zu dem Zeitpunkt, wo man es viewt. Aber dennoch ruft man quasi schon die Daten ab, bevor man es überhaupt erstellt hat. Jetzt verstehe ich genau, was ihr meint. Welches Target jetzt? Also, you lost me. Genau, das ist die Paradoxie dabei. Also, da gab es doch dieses Beispiel, man viewt quasi etwas aus der Zukunft, erhält auch schon in der Gegenwart Daten davon, was man aber noch gar nicht erstellt hat. Also ein Ereignis, das noch gar nicht eingetreten ist und was man selbst noch gar nicht bewerkstelligt hat. Na gut, aber man muss halt, okay, wie in dem Film zum Beispiel, in dem Christian versucht, den Ausgang eines Fußballspiels zu remote viewen, oder? Das wäre so ein Beispiel, oder nicht? Genau, obwohl das nochmal eine andere Methode ist. Aha. Aber ist alles sehr verwirrend, also das hat auch eine Weile gedauert, bis er mir das erklärt hatte. Okay, aber erklär es vielleicht noch einmal. Lass Christian das nochmal erklären. Ja, also ich versuche es mal so ganz blöd zu erklären, als wenn ich damit mit der Methode eine Sportwette viewen würde. Ich glaube, das versteht sowieso keiner auf Anhieb. Also am Anfang mache ich eine Session auf das Bild, das ich nach einem Sportereignis auswähle. Und anhand des Sportereignisses entscheide ich mich für ein Bild. Jetzt weiß ich in der Gegenwart schon, welches Bild ich in der Zukunft auswählen werde. Und wüsste dann, welches Sportereignis dann eintrifft. Ist unglaublich verwirrend. Okay. Ne? Das heißt, du remote viewst ein Bild, das du aufgrund deines Sportereignisses auswählst? Was heißt das, du wählst ein Bild aufgrund deines Sportereignisses aus? Ja, irgendwann in der Zukunft suche ich mir einen Tennisspieler raus, beziehungsweise den habe ich schon rausgesucht. Und meine Absicht ist ganz einfach, wenn der Spieler gewinnt, dann suche ich mir ein Bild mit einem gelben VW-Käfer raus. Wenn er verliert, dann suche ich mir meinetwegen Eiswölfe raus als Bild. Und anhand der Session, die ich ja in der Vergangenheit gemacht habe, sehe ich ja, welches Bild ich mir raussuchen werde. Und wie suchst du das raus? Ziehst du das aus einem Stapel oder was? Ja, die Bilder habe ich dann eigentlich schon vor mir liegen, weil ich ja geviewt habe. Aha. Ja, und was weißt du dann? Ich meine, du remote viewst ein paar Monate vorher, du wirst vor oder nach dem Spiel ein bestimmtes Bild rausziehen. Rausziehen tue ich es vorher, nur die Absicht, die habe ich erst hinter dem Spiel. Ja, aber gut, du hast die Absicht wahrscheinlich dann. Hast du die Absicht? Alles zu weit. Ja, weil ich, was ich nicht ganz verstehe, ist, hast du die Absicht dann nicht nur deshalb, weil du das vorher schon geremote viewed hast und dir dann denkst, ich muss jetzt dieses Bild quasi auswählen? Weil es kommt wieder so ein Paradoxum zustande. Das ist wieder so tückenreich. Okay. Genau, das ist ja das Interessante daran. Also, es entsteht tatsächlich eine Paradoxie. Aber es funktioniert trotzdem. Das heißt, man kann schon in der Gegenwart Daten von etwas bekommen, was noch gar nicht stattgefunden hat. Und wenn man die eigene Entscheidung verändert, also sage ich mal, jetzt entscheidet, dass man kein Target darauf macht, dann hat man quasi die Zukunft verändert. Naja gut, ich verändere die Zukunft ja in jeder Sekunde, indem ich mich so oder so entscheide, oder entscheide ich mich nur so oder so, weil die Zukunft schon festgeschrieben ist. Ich meine, da...
da beginnen sich die Gehirnwindungen ein bisschen zu kräuseln. Aber okay, bleiben wir vielleicht auch einmal bei den, unter Anführungszeichen, einfachen Dingen, nämlich Mann, Feud, Objekt oder Ort, der weit weg ist, denn damit allein kann man ja schon sehr viel anfangen. Genau. Kann man zum Beispiel, ich glaube, ihr habt es schon angesprochen, kann man auch einen Ort in der Zukunft sehen? Das heißt, wie dieser Ort in der Zukunft aussieht? Ja, kann man, allerdings unter Vorbehalt, weil die Zukunft scheint auch veränderlich zu sein. Also es scheint ein aktiver Prozess zu sein. Es gibt offenbar festgesetzte, starke Ereignisse, aber die Zukunft ist auch in so einer Art Fluss. Das heißt, das, was man sieht, das muss nicht zwangsläufig eintreffen, aber man kann eine Tendenz führen, sage ich mal. Wobei man natürlich auch sagen kann, wenn man einen Ort in der Zukunft viewt und es dann nicht ganz eintrifft, dann kann es auch einfach sein, dass man falsch geviewt hat. Das natürlich auch, ja. Okay, also aber unter der Voraussetzung, und das kann man natürlich schwer beweisen, dass man richtig geviewt hat, kann es auch sein, dass quasi du zu dem Moment eine Zukunft siehst, die aber dann, wenn die Zeit gekommen ist, eben anders aussieht. Ja, also das wirft dann natürlich Fragen über parallele Zeitlinien und so weiter auf. Und was natürlich wichtig ist, wenn man es ganz korrekt machen will, dann sollte man halt mehrere Viewer drauf viewen lassen. Die viewen das natürlich alle blind, also die wissen nicht, was sie viewen. Und wenn man dann die Ergebnisse vergleicht und man hat Übereinstimmungen, dann ist das halt ein gutes Indiz. Aber das ist halt die Tücke an Zukunftstarget, dass die Zukunft offenbar fließend ist. Ja, ja. Also man kann zum Beispiel wirtschaftliche Tendenzen viewen, soll ziemlich gut gehen, aber es ist halt in diesen Zeitgeschichten immer teils eine paradoxe Sache, teils eine fließende Sache. Okay. Und man kann natürlich auch in die Vergangenheit blicken? Ja, also es gibt keine Begrenzungen für Raum und Zeit beim Remote Viewing. Also die Entfernung spielt keine Rolle und die zeitliche Komponente spielt auch keine Rolle. Und man kann zum Beispiel, ja? Man kann zum Beispiel sagen, als Target-Aufgabe Stonehenge 5000 vor Christus oder so, falls es da schon gestanden hat. Sonst würde man wahrscheinlich eine leere Wiese vorfinden oder sowas. Und man kann es aber auch ohne Zeitangaben, zum Beispiel kann man sagen, die Cheops-Pyramide in Gizeh zum Zeitpunkt der Fertigstellung. Das wäre auch so eine Aufgabe. Man oder, kann aber dann nicht während dieser Session herausfinden, wann die fertiggestellt wurde, oder? Man kann eine Timeline drauf machen, also eine Zeitlinie. Das ist aber natürlich nicht aufs Datum genau. Also zumindest nicht bei solchen Zeiträumen. Also man kann das ungefähr eingrenzen. Man kann jetzt sagen, ich mache mir einen Zeitraum von vielleicht 10.000 vor Christus bis zu der Zeit, wo sie offiziell fertiggestellt worden sein soll, und dann könnte man das auch einbauen. Also als zusätzliche Untersuchung. Aber wie ich das verstanden habe, muss man sich da immer an konkreten Ereignissen, die davor oder danach passiert sind, orientieren. Und dann entweder weiß man, wann dieses Ereignis war, oder man wartet halt, bis es eintritt und weiß dann, dass dieses andere Ereignis kurz danach ist. Unter anderem, also man kann jetzt natürlich sagen, also die Fertigstellung der Pyramide, die hat es ja gegeben, muss ja irgendwann fertiggestellt worden sein, und dass man halt diesen Zeitpunkt nimmt, und dann kann man halt auch in der Session noch sagen, gehe jetzt 500 Jahre zurück oder ähnlich. Also das kann man dann frei formulieren in der Stufe 6 und dort entsprechende Untersuchungen dann vornehmen. Und so kann man dann irgendwie die Zeit, in der das dann wirklich passiert ist, eingrenzen.